Die Wahl Trumps war für mich wahrscheinlich, um mal ausnahmsweise tatsächlich mit so persönlicher Erfahrung anzufangen, wahrscheinlich der größte politische Schock, den ich so erfahren habe, seit den Pogromen hier zulande 1991, 92 und wie ich jetzt erfahren habe, gehört ja auch noch hier dieses Haus in diesem Zusammenhang. Damals eben die Hoyerswerda, Hünxe, Mölln, Rostock, war die Konfrontation tatsächlich die schockartige Konfrontation, was es eben mit dem Land, in dem wir hier leben, auf sich hat. Heute mit der Wahl Trumps eher das Gefühl, dass die Kontrastfolie, vor der Deutschland sich dann in der Kritikrichtung, aus der her ich komme, negativ hervor, dass diese Kontrastfolie eines zivilisierteren Kapitalismus am Bröckeln oder am Verschwinden ist. Dass Amerika nicht wirklich irgendwie seinem emphatischen Begriff entspricht, wie es in manchen Texten so von Freedom und Democracy und Individualismus und Aufklärung und so weiter, dass Amerika, also das reale Amerika, nicht wirklich diesem Begriff entspricht, das ist natürlich eine Sache, die man schon länger wissen konnte. Aber wenn ich mir in einer Sache sicher war, dann doch, dass bei allem Wahnsinn, den die Amis so im Kopf haben müssen, Faschismus nicht wirklich eine Option ist. Und die Sicherheit ist zumindest damit, dass ein Kandidat gewinnen konnte, eine Wahl gewinnen konnte, dessen Appeal, wie jede sozialwissenschaftliche Studie bisher gezeigt hat, voll und ganz auf Rassismus, Misogynie und autoritärem Ressentiments beruht. Dass ein Kandidat gewinnen konnte, dessen Rhetorik über die Denunziation von Mexikanern als Rapists und Criminals, die Forderung nach Totalabschottung gegenüber Muslimen, die Denunziation eines Richters als Mexikaner, der nicht befugt sei, auch wenn er amerikanischer Staatsbürger ist, nicht befugt sei, über ihn zu urteilen, oder sogar die Beleidigung selbst amerikanischer Kriegshelden, sofern sie muslimisch oder auch einfach nur politisch Parteigegner sind, dass solche Dinge zu sehr außerhalb der Norm wären, um eine Chance zu haben. Diese Vorstellung hat sich jedenfalls tatsächlich mit dem Sieg Trumps erledigt und das ist keine Erkenntnis, über die man besonders glücklich sein kann. Stattdessen war gerade der Trumpsche Nationalismus, das America First, ja nicht nur selber eine Bezugnahme auf eine Bewegung gleichen Namens in den 30er, 40er Jahren in den USA, die für eine Verständigung mit Adolf Hitler eintrat, sondern diese spezifische Art des Trumpschen Nationalismus, der sich mit Poets Worten von der Unfähigkeit zum Nationalismus, das heißt mit der Unfähigkeit etwas zu finden, worauf man wirklich stolz sein kann, mit dem ständigen Beschwören stattdessen, was für ein Drecksloch Amerika doch eigentlich geworden sei und dass alle Welt über dieses Scheißland lache, hat ziemliche Ähnlichkeiten mit der Art von Nationalismus, wie man sie eben gerade hierzulande kennt und ziemlich wenig mit jener zwar bizarren Star-Spangled Banner-Gekitsche, was aber immer in einer Sache immer durchgehend, vor allen Dingen eins war, optimistisch. Das heißt, die Tatsache, dass sich sozusagen deutsche Ideologie wirklich so weit ausbreiten konnte in den USA, dass es wirklich zu einem Präsidentschaftswahlkampfsieg reicht, damit muss man ja auch erstmal klarkommen. Seitdem zumindest ist es so, dass ich eigentlich ziemlich obsessiv die Nachrichten konsumiere, im Versuch, dieses etwas Unbegreifliche nachzuvollziehen, zugleich aber natürlich auch im gebannten Hinstarren, wie man sozusagen auch von einem Autounfall nicht die Augen abwenden kann. Nur dass hier das, was zu Schrott gefahren ist, wird die westliche Zivilisation selber ist. Statt also hier jetzt einleitend das erste Jahr der
Trump-Regierung zusammenzufassen, versuchen aufeinander zu bringen, habe ich mir überlegt, also statt einer Chronik des Skandals in Permanenz und des Wettlaufs von einem Fettnapf zum nächsten aufzuführen, überlegt einfach eine kurze Zusammenstellung von ein paar Nachrichten und Schnipseln nur der letzten Tage aus den Vereinigten Staaten zu machen, was, glaube ich, hinreichend die Methode Trump darzustellen in der Lage ist. Der zufällige Ausschnitt ist eben nicht nur repräsentativ, sondern eben vollkommen hinreichend für jene eigentümliche Mischung aus Bösartigkeit und Unwirklichkeit, wo ständig etwas passiert, ständig ein neuer Alarm geschlagen wird und dabei, oder vielmehr gerade durch diese atemloses Durchhecheln von einer neuen Nachricht nach der anderen, eigentlich alles immer bleibt, wie es ist. Die Substanzlosigkeit eben als Wesenskern des Ganzen. Was gab es also an... Okay. Ja, vielleicht die Mütze absetzen. Okay, ich versuche es. Also, was gab es an Großnachrichten der letzten Tage aus den USA? Was? Wunderbar. Okay, mal gucken. Einerseits die Anklageerhebung gegen 13 Russen durch den Sonderermittler der Justizbehörde Robert Mueller, der die russischen Wahlmanipulationen untersucht und eben auch die Verbindung des Trumpschen Wahlkampfteams mit Russland. Und zweitens ein neuer Amoklauf an einer Schule in Florida, der drittgrößte Schulamoklauf in der Geschichte der USA. Was daraus wird? Trump selber, der ja so viel wie möglich auf seinem Club verbringt, dem Mar-a-Lago in Florida, wo er leider dieses Wochenende wegen des Amoklaufes kein Golf spielen durfte, haben ihm seine Berater gesagt, kommt nicht gut an, und wo er außerdem sowieso gerade wieder Ärger mit seiner Frau hat, nachdem in den letzten Wochen zwei Affären der letzten Jahre rausgekommen sind mit einem Pornostar und einem Playboy-Playmate, wo er also dieses Wochenende eigentlich nur damit verbringen konnte, noch obsessiver Fernsehen zu gucken als sonst ohnehin schon, angeblich ja 4 bis 8 Stunden am Tag Konsum, und das eben obsessiv zu kommentieren in einem Tweetstorm, der selbst für Trump schon relativ bemerkenswert war, der also vor allen Dingen die erstgenannte Nachricht kommentierte, also die Anklageerhebung gegen 13 Russen und 13 russische Staatsbürger und 3 Institutionen wegen versuchter Wahlmanipulation, und wo sich das im Laufe des Wochenendes von einem triumphierenden Ha, seht ihr, hatten gar nichts mit uns zu tun, umwandelte in eine große Schimpforgie, in deren Verlauf unter anderem ein demokratischer Kongressabgeordneter als Leaking Monster beschimpft wurde und als Krönung die Theorie vertreten, dass wenn das FBI nur seine Ressourcen nicht immer auf diese Hexenjagd gegen Trump verschwenden, über die Hexenjagd der Russland-Untersuchung, dann hätte es sicherlich auch die Massenschießerei in Florida verhindern können. No collusion, also keine Zusammenarbeit mit den Russen in Großbuchstaben. Gleichzeitig in der rechten Internetwelt wird die offensichtlich als inkriminierend empfundene Information verbreitet, dass einer der Schüler, die an dieser Schule die Schießerei überlebt haben, der Sohn eines FBI-Beamten ist und deshalb also schon mal offensichtlich in seinem Eintreten für Gun Control, also schärfere Waffengesetze, gar nicht ernst zu nehmen,
weil die Assoziation mit einem FBI-Mann bereits belegt, dass es sich um eine Marionette des Deep State handeln muss. Eine Aussage, die immerhin zwar nicht vom Präsidenten selber, aber doch von seinem Sohn auch gleich per Like nochmal weiter unterstützt wird. Dass die Affiliation mit dem FBI einen zum Linken stempelt, das hätte man sich vor kurzem auch noch nicht träumen lassen. Apropos Trump Jr., also der älteste Sohn des Präsidenten, den man sich so vorstellen muss als Trump ohne seinen gelegentlichen Charme, tourt gerade durch Indien, wo er einerseits politische Treffen mit dem Ministerpräsidenten hat, andererseits aber gleichzeitig Handlungsreisender des Trump-Konzerns ist, dessen Geschäfte er ja übernommen hat, und also auf eine doch recht bemerkenswert schamlose Art deutlich macht, wie lukrativ dieser Job seines Vaters für die gesamte Familie ist. Die Schießerei wiederum, wie dann bekannt wurde, auch aus einem der zahlreichen inoffiziellen Verlautbarungen aus dem Weißen Haus, wurde als willkommene Ablenkung von einem der neueren Skandale empfunden, nämlich dem Skandal um einen hochrangigen Funktionär im Weißen Haus, einen gewissen Rob Porter, von dem bekannt wurde, dass man im Weißen Haus seit Monaten wusste, dass es sich um einen Frauenschläger handelt, ihm aber trotzdem die größten Lobeshymnen auf seine Integrität und Ehrlichkeit und was auch immer gesungen hat, bis er sich eben nicht mehr halten ließ. Eine Tatsache, die deswegen nun besonders wiederum pikant war, weil es den Blick auf die zahlreichen Funktionäre im Weißen Haus lenkte, die ohne Security Clearance, wie das dann heißt, vom FBI arbeiten, die also irgendetwas in ihrer Vergangenheit haben, was sie nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden erpressbar machen könnte, und deren prominentester Vertreter wiederum der Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner ist. Um dessen Zukunft es jetzt drei verschiedene Aussagen von drei verschiedenen Regierungssprechern gibt, entweder alles bleibt beim Alten oder er kriegt ein neues Aufgabengebiet oder er wird sowieso jetzt erstmal auf Eis gelegt. Dass es da so viele Leute gibt, die seine Sicherheitsfreigabe nicht bekommen, hat natürlich damit zu tun, dass ziemlich viele Leute wenig Interesse hatten, ihren Ruf durch Mitarbeit im Weißen Haus zu ruinieren und man deswegen auf eher so halbseidene Gestalten angewiesen ist. Was gab es sonst noch? Der Bundesstaat Idaho erlaubt Krankenversicherungen gegen Bundesgesetze zu verstoßen und die Trump-Regierung hat schon zugesichert, diesen Verstoß gegen Gesetze auch nicht weiter zu verfolgen. In Pennsylvania sollen Richter die auf die Republikaner zugeschnittenen Wahlbezirke als verfassungswidrig verworfen und eine neue Wahlkreiskarte gezeichnet haben, ihres Amtes erhoben werden, wenn es nach den Republikanern geht. Und als letztes kleines Schmankerl noch, in der sehr sehenswerten Daily Show gab es ein recht bemerkenswertes Interview mit einem texanischen Golfclubbesitzer, dessen Golfplatz durch die von Trump geplante Mauer ungefähr 2/3 seines Umfangs verlieren würde. Was bedeutet ihm, dass diese Mauer ihn ruinieren würde? Der aber sagt, er hätte für Trump gestimmt, weil er ja nicht dachte, dass das ernst gemeint sei mit der Mauer. Er dachte, das sei eher so eine Metapher. Aber auf Nachfrage sagte er, würde trotzdem nochmal wieder für ihn stimmen. Insgesamt also eine relativ normale Woche in den USA unter der Trump-Regierung, wo alles bald schon wieder vergessen sein wird, weil wenn man sich in einer Sache sicher sein kann, dass eben der nächste Wahnsinn schon kommen wird und man dann denkt, okay, das ist wieder noch crazier als alles bis jetzt. Genau das passt, das tatsächliche Talent des Donald J. Trump relativ konzis zusammen. Die Fähigkeit also, ununterbrochen
für Empörung zu sorgen, ununterbrochenen Strom von Bullshit zu liefern, einen endlosen Strom von Nichtigkeiten, in denen es ja fast nie tatsächlich um irgendetwas Substanzielles geht und mit dem man sich gleichwohl beschäftigen muss, weil es eben etwas zu bedeuten hat, wenn ein Präsident wildeste Verschwörungstheorien über Strafverfolgungsbehörden in die Welt schickt und eben eine Institution wie den FBI zum politischen Feind erklärt, weil sie noch zu regierungsunabhängig ist und eben nicht sozusagen persönlich auf den Präsidenten geeicht ist. Eben darum lohnt es sich aber auch vielleicht gar nicht allzu lange, sich tatsächlich bei der Person Trump aufzuhalten. Also ich könnte jetzt, glaube ich, noch einen ganzen Abend ähnliche Geschichten weiter referieren, aber am besten kann man Trump vielleicht wirklich als einen Rentner beschreiben, der im Sinne, in Amerika kann man alles werden. Man kann auch noch als Rentner, der eigentlich einfach nur zu viel Fernsehen guckt und über die Welt und die Veränderungen in ihr schimpft, zum Präsidenten gemacht werden. Und so alle zwingen, sich mit seinen zänkischen Meinungen und seinem Geschimpfe auseinandersetzen zu müssen. Der Traum eines jeden Rentners, der halt zu viel Fernsehen guckt und zu viel Zeit hat. Nur das eben, was bei Senioren dann manchmal eben die Dekomposition des Ichs im Alters ausmacht, bei Trump eben von klein auf eingeübt ist, weil er, wie ein früher Porträtschreiber im New Yorker immer schrieb, Trump den ultimativen Luxus verwirklicht hat, ein Leben unbelastet vom Gewicht einer Seele führen zu können. Dass Trump also eine Zero ist, eine Null, ist nach Lessings Worten ja überhaupt nichts, was den Nero wiederum ausschließt. Hinter jeder Zero lauert ein Nero. Trump will natürlich vor allem anderen unbedingt an die Macht, aber um keinen Preis der Welt regieren. Allein, weil der schon zu viel Aufwand ist, zu viel Auseinandersetzung erfordert, zu viel Stress macht. Statt also tatsächlich zu herrschen, geht es um die Reduktion der Herrschaft auf reine Machtgesten. Und diese Machtgesten sind natürlich ruinöser und für Individuen weit katastrophaler als eine tatsächliche Machtausübung im bürgerlichen Sinne es sein könnte. Und genau diese Konstellation, unbedingt an die Macht, aber auf keinen Preis regieren, das beschreibt eben die Konstellation, die für viele politische Beobachter die größte Überraschung war an der bisherigen Amtszeit der Regierung Trump. Dass nämlich statt des im Wahlkampf als Populist auftretender, der eher volksstaatlich im Sinne von der Advokat des kleinen Mannes, der auch gegen die Kürzung von Sozialleistungen eintritt und so, dass also statt als Populist zu regieren, Trump tatsächlich, was das reine Regierungshandeln, Erlässe, Gesetze und sowas angeht, tatsächlich kaum anders regiert, als es auch ein Jeb Bush oder ein Mitt Romney oder ein Rubio getan hätte. Nur, dass das Ganze eben garniert wird mit Twitter-Ausbrüchen gegen undankbare schwarze Athleten oder Weisheiten darüber, dass es auch unter Nazis und Ku Klux Klan-Mitgliedern gute Menschen gibt. Trump hat eben die konkrete politische Agenda an die eigene Parteiführung ausgelagert, die darum, im Wahlkampf noch alle sehr auf Distanz bedacht, inzwischen sich kaum darin überbieten können, gegenseitig die größten Demuts und Unterwerfungserklärungen abzugeben. Und es gibt manchmal, kann das im Internet so angucken, wenn man es aushält, immer so ein bisschen so nordkoreanische Runden, wo dann Trump sitzt und dann sagen alle möglichen
Regierungsmitarbeiter, das ist so, danke, dass wir unter dir dienen dürfen und danke, dass du unser Präsident bist und soll man mal gesehen haben. Was sich Trump eben vorbehält, ist, solange er sich nicht um diese tatsächliche Regierungsagenda kümmern muss, kann er eben seine Kommentare an die Welt schicken und alle dazu zwingen, darauf zu hören. Und manchmal kann er dann noch fordern, dass doch bitte seine Justizbehörde Crooked Hillary verfolgen möge. Das beste Beispiel für diese Art der, wenn man es so nennen will, Arbeitsteilung ist vielleicht das einzige größere gesetzliche Vorhaben, was tatsächlich die republikanische Regierungsmehrheit, denn die Republikaner haben ja nicht nur die Präsidentschaftswahl gewonnen, sondern auch eine Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses, etwas, was das letzte Mal 1929 vorkam. Und es ist bemerkenswert, wie viele Republikaner gejubelt haben, das erste Mal seit 1929, ohne dass auffiel, dass das etwas ominös klingt. Aber diese Konstellation eben zum ersten Mal seit 1929, dafür haben sie eben relativ wenig hingekriegt. Das größte Projekt, was sie hingekriegt haben, war eben eine Steuerreform. Und diese Steuerreform wäre eben genauso unter jedem anderen republikanischen Präsidentschaftskandidaten genauso gekommen. 1 bis 1,5 Billionen Dollar, also Trillion Dollar, auf Pump zur Vergabe vor allen Dingen an Konzerne, Großaktionäre und reiche Erben. Was der republikanische Kongress damit verwirklicht hat, ist das Wunder einer prozyklischen Wirtschaftspolitik. In Zeiten also gerade in der eines nicht knapp ist, nämlich Geld, Konzernen noch mehr Geld bereitzustellen, also deswegen nicht knapp, weil Nullzinsen am Markt und die haben eh schon, die Konzerne haben ja nicht das Problem, dass sie kein Geld haben zum Investieren, sondern es sich einfach nicht lohnt, das Ganze in Arbeitsplätze zu investieren, weswegen die Folge dieser Steuerreform auch ist, dass ungefähr 80% des Geldes dafür aufgewandt werden wird, die eigenen Aktien wieder anzukaufen, die man irgendwann mal verkauft hat. Aber genau daran zeigt sich auch schon, dass diese Arbeitsteilung eben nicht zufällig ist. Denn was wir hier haben, ist ja nicht einfach eine, sagen wir mal, besonders marktradikale Politik. Eine besonders angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, sondern die ganze Idee ist so dermaßen verrückt, dass sie übrigens nicht ein einziger Ökonom, nicht mal ein Konservativer fand, der in irgendeiner Form diese Steuerreform für eine gute Sache hielt, sondern es ist der wirklich magische Glaube, wenn man schon in der Macht ist, muss man ja Steuersenkungen machen. Was da rauskommt, das kann man in einigen US-Bundesstaaten eben sehen. Der Bundesstaat Kansas hatte eine besonders radikale republikanische Regierung, die gesagt hat, okay, wir schaffen jetzt mal die Einkommensteuer de facto ab und dann wird das hier so boomen, dass wir alle in Reichtum ersticken. Die Folge ist, dass in Kansas die Schulen jetzt nur noch 4 Tage die Woche aufhaben, weil natürlich die ganze Idee komplett wahnsinnig ist. Wir haben also es nicht mit einem, wie auch immer, politischen Agieren eines ideellen Gesamtkapitalisten zu tun, sondern wirklich mit so einer Art von Raubrittertum. Wenn wir die Chance haben, dann schnappen wir uns jetzt nochmal 1,5 Billionen, verteilen die an unsere Leute und nach uns die Sinnflut. In Sachen Korruption übertrifft das wahrscheinlich noch irgendwie alle Indienreisen von Trump Juniors. Das zweite, vielleicht exemplarische politische Projekt ist gerade darin exemplarisch, dass nichts passiert ist, nämlich
Der Umgang mit illegalen Flüchtlingen, mit illegalen Migranten, also Leute, die illegal ins Land eingereist sind. Davon gibt es in den USA eine ziemliche Menge. Zum Teil basiert die Landwirtschaft in Kalifornien darauf und so weiter. Ist seit Ewigkeiten ein Thema. Und darin gibt es eine Gruppe, die sogenannten Dreamers, Leute also, die als Kind von ihren Eltern ins Land gebracht worden sind, die seit 20 Jahren in den USA leben, die ihre Herkunftsländer nicht kennen und wo es einen ganz großen Konsens gibt, 80% in allen Umfragen immer wieder, dass die natürlich auf keinen Fall abgeschoben werden dürfen. Insgesamt haben sich ja eben, ist das eine der wenigen wirklich realen Auswirkungen, die so ein bisschen typisch sind für die Trump-Regierung, dass die Jagd auf illegale Einwanderer deutlich zugenommen hat und das eben auch anders als unter Obama, wo es dann immer hieß, naja, wir schieben kriminelle Illegale ab, dann eben auch hier Familienväter, die seit 30 Jahren in den USA leben oder sowas, plötzlich dann nach Mexiko oder Nicaragua oder wohin auch immer verbracht werden. Das war in den letzten, genau der Umgang, was passiert jetzt damit, war in den letzten Monaten das politische Thema auf der Agenda nach Abschluss der Steuerreform. Das Bemerkenswerte ist, nicht das ist im Endeffekt nicht zu dem gekommen ist, was nur das einzig logische Ergebnis hätte sein können, nämlich die Leute kriegen eine auf Dauer gestellte Aufenthaltserlaubnis, sondern wie es nicht dazu gekommen ist. Trump hatte ja zunächst erklärt, er hat ja, also eigentlich ist das mit den ganzen Illegalen im Lande ganz schlimm, aber für diese bestimmte Bevölkerungsgruppe hat er ein großes Herz und da wird er auf jeden Fall eine Ausnahme machen. Dann wurde versucht, dann hat Trump sozusagen einen Deal zu machen. Okay, ich diese Leute im Land lassen, wenn ihr Demokraten, denn auf deren Stimmen war man da angewiesen, wenn ihr mir dafür eine Mauer finanziert und wenn es da nur um Trump gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich auch so durchgegangen. Aber siehe Thema Auslagerung der politischen Agenda, weil es ein paar Leute gibt, die nicht einfach Gemütsrassisten sind, wie Trump, sondern weil sich um diese Republikanische Partei eben eine Blase von wirklich knallharten Technokraten angesammelt hat, Technokraten der Ausgrenzung, die sehr wohl wissen, dass eine Mauer ziemlicher Firlefanz ist und illegale Einwanderung auf keinen Fall verhindern wird, war plötzlich, und das ist, war plötzlich nicht mehr davon die Rede vom Tausch Aufenthaltsrecht für die Dreamer gegen Mauer, sondern plötzlich ging es darum, die legale Einwanderung in die USA drastisch zu reduzieren. Das ist vielleicht in Deutschland irgendwie, klingt das relativ klar, ja, ja, klar, immer Einwanderung reduzieren, aber für die USA ist das natürlich ein ziemlicher Tabubruch, in einem Land, was eben, naja, auf der Freiheitsstatue damit wirbt. Give me your poor, your tired, your huddled masses. Und was vorher eben tatsächlich nur eine totale, absolute Fringe-Position, absolut am Rande war, ist jetzt tatsächlich eine Regierungsposition, dass es darum geht, Einwanderung überhaupt zu verhindern. Und zwar, und das hat Trump dann halt noch ausgeplaudert, vor allen Dingen natürlich Einwanderung aus den Shithole-Ländern, also aus Afrika, Lateinamerika, sondern lieber aus Norwegen. Wichtig ist aber eben, dass es darum ging, wirklich systematisch vor allen Dingen zu verhindern,
dass hier in irgendeiner Weise was passiert. Lieber den Zustand wie jetzt behalten, statt lieber auf die Mauer verzichten, als auch nur irgendwie 800.000 Leuten ein Bleiberecht zu geben. Drittes Fallbeispiel, und da ist diese Art, diese Mischung aus Ignoranz, Dummheit und eine Schneise der Zerstörung anrichten, besonders drastisch. Das außenpolitische Thema, wenn man sagen kann, zwischen den ganzen Brandherden, Nordkorea, China, Nahost und so weiter, war vor allen Dingen die Entscheidung der Regierung Trump oder die Ankündigung Trumps, man werde demnächst das Nuklearabkommen mit dem Iran aufkündigen. Und es wurde, die neue Idee ist ja, die Europäer müssen sich jetzt bereit erklären, diesen Atomvertrag ganz neu auszuhandeln, sonst wird die USA aussteigen. Das ist gerade bei einigen Leuten sozusagen aus dem Bereich der Israel-Solidarität durchaus ganz gut angekommen. Da wurde dann gesagt, naja, das ist ja zumindest schon mal richtig. Auch der Iran-Vertrag ist ja wirklich irgendwie ein großes Desaster. Nach 10 Jahren kann der Iran Atombomben bauen und Israel hat da immer gegen opponiert. Und da ist auch durchaus was möglicherweise was dran, man kann das diskutieren. Die Idee allerdings, dass die Trump-Regierung in irgendeiner Weise den diplomatischen Hebel hat, einen besseren Vertrag auszuhandeln, ist natürlich offensichtlicher Bullshit, denn Russland und China, die damals daran beteiligt waren, musste man ja sowieso überhaupt so weit prügeln. Die Europäer haben auch gesagt, sie möchten eigentlich ganz gerne Geschäfte mit dem Iran machen. Und wenn die USA dann alleine diesen Vertrag aufkündigt, wird das ungefähr das Beste sein, was den Mullahs überhaupt je passieren konnte. Weil sie dann nämlich von den ganzen Verpflichtungen, die dieser Vertrag eben auch enthielt, befreit sind und noch nicht mal den schwarzen Peter haben. Und so, wie hier eben in Bezug auf den Iran, geht das ungefähr an jedem Brandherd. Es gibt noch nicht mal einen Botschafter in Südkorea, nach über einem Jahr nicht, weil der bestimmt werden sollte, gesagt hat, er sei doch nicht so ganz einverstanden mit der Idee, man könne Nordkorea doch einfach mal eine blutige Nase verpassen und dann mal gucken, was passiert. Aber selbst wenn das Problem nicht wäre, die Idee, man könne gleichzeitig den Iran unter Druck setzen, das Atomproblem mit Nordkorea lösen und dabei sämtliche Verbündete verprellen, die südkoreanische Regierung, die Europäer, während man noch jeden dahergelaufenen Diktator lobt und sich warm hält, die ist natürlich vollkommen irre. Und gerade diese Idee, die Ignoranz, die dahinter steckt, die Idee, man müsse nur Stärke zeigen, dann wird sich alles andere schon finden und auf Details achten wir nicht so genau. Es geht um die große Geste, es geht um den Ausstieg aus dem Pariser Klimadeal, es geht um die Aufkündigung des Atomvertrages und das sieht richtig gut aus. Das ist genau eben diese Ersetzung von tatsächlicher Herrschaft durch Machtgesten, die im Endeffekt unglaublich ruinöse Auswirkungen haben wird. Ich möchte ein kleines Beispiel, was ich für so unglaublich sprechend halte, in dem Zusammenhang noch erwähnen, nämlich der Fall des Tschad. Als die Trump-Regierung mit ihrem Muslim Ban, also dem Einreiseverbot für Bürger aus, glaube ich, 7 mehrheitlich muslimischen Ländern, 2-mal vor Gericht gescheitert war, übrigens auch für Bürger des Iran, was natürlich eine besonders
hervorragende Unterstützung der iranischen Freiheitsbewegung ist, Leuten aus dem Iran die Ausreise in die USA zu verweigern. Also nachdem die Trump-Regierung mit ihrem Muslim-Ban zweimal vor Gericht gescheitert war, hat man gedacht, okay, wir packen noch mal ein paar Länder drauf. Und dann wurde Venezuela und Nordkorea draufgepackt, beides keine muslimischen Länder. Kann man also nicht mehr sagen, geht um religiöse Diskriminierung, sondern dann müsste es rechtlich in trockenen Tüchern sein. Und aus irgendwelchen komischen Gründen ist neben Nordkorea und Venezuela in diese Liste der Einreiseverbotsländer auch der Tschad gerutscht. Und alle haben sich so ein bisschen gefragt, warum der Tschad? Wie es sich herausstellte, hatte das Außenministerium an verschiedene Länder geschickt, schickt uns mal einen Prototyp eures Reisepasses, damit wir den auf Fälschungssicherheit überprüfen können. Der Tschad hatte gerade eine Papierknappheit und hat gesagt, können wir euch gerade nicht schicken, kommt später. Da hat man sich im Außenministerium gedacht, super, der kommt auf die Liste. Der Witz ist nur, dass der Tschad der wichtigste Verbündete der USA in Zentralafrika ist bei der Bekämpfung von Islamisten in Mali und in Niger. Am Tag also, als dieses Einreiseverbot für Bürger des Tschad verkündet wurde, hat der Tschad seine Soldaten aus den gemeinsamen Missionen mit den Amerikanern abgezogen. Es starben kurz darauf vier US-Soldaten im Niger unter bis heute ungeklärten Umständen. Trump musste sich bei den Ehefrauen der Gestorbenen melden und das ist wieder eine andere Geschichte. Und diese Art, also genau diese kleine Geschichte, wie der Tschad einfach aus ein Shithole Country wie das andere auf der Liste gelandet ist und am Ende dann die Bekämpfung der Islamisten die Bekämpfung der Islamisten unterminiert wurde, die ist gerade in dieser sozusagen in dieser ganzen in diesem kleinen Moment finde ich so ungeheuer bezeichnend. Jetzt habe ich doch schon länger geredet als geplant. Ich wollte natürlich jetzt noch ein paar Thesen präsentieren. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und mal gucken, wie ich das genau, wir es ein bisschen gerafft jetzt machen und vielleicht können wir es in der Diskussion dann noch ausführlicher machen. Der erste wichtige Punkt, die Entwicklung, es ist wenig überraschend, die Entwicklung der Republikaner, die tatsächlich eine Partei sind, die relativ einzigartig in der westlichen Welt dasteht, die nämlich gar nicht so anders ist als Trump im Sinne, dass sie zwar unbedingt an die Macht will, aber ihre Macht gerade dazu verwenden, möglichst nicht zu regieren, sondern unter diesem Stichwort von Small Government und gegen die Einmischung des Staates und Eigenverantwortlichkeit der Bürger und zieh dich Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf, warte nicht auf den Staat und so weiter, ihren Regierungsauftrag inzwischen wesentlich darin begreift, tatsächlich die Institutionen des Staates, die eben Staatstätigkeiten ausüben, so weit wie möglich zu unterminieren. Statt zu regieren, mit anderen Worten, geht es Partei wie Wählern auf eine merkwürdige Art darum, vor allen Dingen ihre Weltanschauung zum Ausdruck zu bringen, nämlich eben genau diese Weltanschauung, dass die Regierung unser Gegner ist, dass von der Regierung
nur Schlimmes kommen kann und dass eigentlich jeder auf sich allein gestellt ist. Und wenn wir uns gegenseitig helfen, dann nur über die christliche Kirche. Die Radikalität, mit der das umgesetzt wird, fällt mir nur tatsächlich ein anderes Beispiel ein. Das wären eben die Konservativen in Großbritannien, also jedenfalls in der entwickelten westlichen Welt, ein anderes Beispiel ein. Das wären die Konservativen in Großbritannien unter Thatcher. Aber selbst die haben ja immerhin zum Beispiel noch so etwas, was wir ein staatliches Gesundheitssystem anerkennen müssen. Während das für die Republikaner ja schon Ausdruck von Kommunismus ist. Dass eine derartige Partei entstehen kann, hat eben auch mit vielen Eigentümlichkeiten des amerikanischen Parteiensystems zu tun. Ich schmeiße jetzt raus. Kommen wir in der Diskussion vielleicht zu. Aber auch mit einer Eigentümlichkeit in der, sagen wir mal, ideologischen Selbstwahrnehmung der Amerikaner. Nämlich der Tatsache, dass wenn man alle möglichen einzelnen politischen Fragen in Umfragen zum Beispiel abfragt, sei es nun Gesundheitspolitik, Strafrecht, Außenpolitik, Arbeitslosenunterstützung, gibt es fast durchgehend immer Mehrheiten für die, sagen wir, moderat sozialdemokratische Position, also die demokratische. Wenn man aber fragt, als was begreifst du dich, gibt es eine große Mehrheit, die sagt, Small Government, konservativ. Es gibt also einen ganz merkwürdigen Widerspruch zwischen der Tatsache, dass die gleichen Leute, die den Staat aus allem raushalten wollen, mit den einzelnen staatlichen Leistungen meistens ziemlich d'accord gehen, Umweltschutz zum Beispiel, bis hin zu diesen berühmten Szenen, wo auf irgendwelchen Versammlungen Leute brüllen, get your government hands off my Medicare, also der staatlichen Gesundheitsleistung. Und das bedeutet, dass sobald die Republikaner eben unter so einem Schlagwort wie Small Government und Eigenverantwortlichkeit an die Macht kommen, sie immer in Gefahr geraten, sobald sie das sozusagen konkret umsetzen, es einen Backlash gibt. Also Leute sagen, ach so, nee, so war das nicht gemeint. Ach so, dass ihr jetzt irgendwie hier an die Krankenversicherung ran wollt oder an die Altersversorgung oder so. Das war ja nicht gemeint. Weswegen sozusagen weswegen das Ganze immer auf einer ganz komischen, symbolischen Ebene abgehandelt werden muss. Und zwar vor allen Dingen eben immer auf der symbolischen Ebene von wir sind natürlich voll gegen Big Government, wenn es um Gleichstellungsmaßnahmen geht. Affirmative Action für Afroamerikaner. Staatliche Verpflichtung für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit für Frauen oder sowas. Also, wenn man A eben verhandeln kann, wenn man symbolisch eben durchsetzen kann, Big Government heißt für die anderen, für die Minderheiten was zu tun, und B, wenn das Ganze zu sehr im Druck von unten, in diesem Art von diesem Fieber, in dem man sich dann reinbewegt hat, in dem Staat zurückschlagen und so weiter, irgendwann wirklich mal explodieren muss. Die Wahlentscheidung für die Republikaner ist
es wird häufig gesagt, die Leute stimmen gegen ihre eigenen Interessen ab. Das stimmt natürlich, aber es ist sozusagen so eine Art Luxus. Klar, man weiß, dass einen das stört, man weiß, dass einem das schädigt, wenn man nicht gerade irgendwie Plutokrat oder mindestens reicher Oberschichtmensch ist. Aber dafür hat man sozusagen den Genuss, seine eigene ideologische Selbststilisierung sozusagen zurückgespiegelt bekommen und konsumieren zu können. Mit anderen Worten, die Wahlentscheidung in den USA ist nicht die zwischen, wie den großen Regulationskämpfen der 50er, 60er oder noch früher, zwischen sozialdemokratisch und konservativ, sondern zwischen Technokratie und Wahn. Das heißt, wenn ich tatsächlich in sowas überlege wie, was schädigt mir am wenigsten, wie kann man überhaupt pragmatisch sinnvoll einen kapitalistischen Staat regieren, wenn man mit anderen Worten überlegt, naja, was erfordern die Sachzwänge, dann kann irgendwie eher nur sowas wie Hillary Clinton rauskommen. Wenn man aber überlegen will, ich bin frei, ich beuge mich nicht den Sachzwängen, ich will was anderes, dann ist die Alternative dazu das Gleiche, bloß noch viel schlimmer, also eben tatsächlich diese Art von republikanischen Verrücktheiten. Und das ist der schönste Ausdruck von sowohl dieser Art von Spektakel wie selbstbewusster Verrücktheit, selbstbewusste Realitätsverweigerung ist der wunderschöne Topos des War on Christmas. Trump hat ja seit Mitte November immer getwittert, jetzt können wir endlich wieder frohe Weihnachten sagen. Was ne? Obama jedes Jahr gesagt hat, aber egal. Aber es gibt die Fantasie, die Liberalen verbieten uns, frohe Weihnachten zu sagen. Es gibt einen Krieg gegen Weihnachten. Aber wir bekämpfen diesen Krieg gegen Weihnachten und sagen ihr wieder Merry Christmas. Der zweite Punkt, und der damit ein bisschen zusammenhängt, ist etwas, was ich vielleicht den Amoklauf der Subjektivität bezeichnen würde. Was Leute wie mich mal an den USA gereizt hat oder dachte, okay, das ist sozusagen das Bessere gegenüber einem Land wie hier, was eine Absicherung gegen alle Arten von Volksgemeinschaftswahn ist, wäre gerade sozusagen der ausgeprägte Individualismus in den USA, die Skepsis gegenüber dem Staat. Und da ist ja auch was dran. Aber es ist eben gleichzeitig so, dass gerade dieser Mythos der Individualität, des Rugged Individualism, unter Bedingungen, die ihm einfach nicht mehr entsprechen, wo man also nicht mehr alleine in den Westen zieht und gegen die Natur und Indianer irgendwo in der Wüste sein kleines Dorf aufmacht, das Ganze natürlich eben wiederum zu so einer Art Spintisiererei und eben zur Paranoia führt. Dazu kommt, es gibt ja ein, man darf sich ja eben nicht vorstellen, man verfällt allzu leicht in die Vorstellung von Nationalcharakter gegen Nationalcharakter. Solche Artikel gab es, der deutsche Nationalcharakter ist so, der amerikanische Nationalcharakter ist so. Aber das Schöne an den USA war ja eigentlich mal, dass es so etwas wie einen Nationalcharakter nicht gibt. Dass da gerade die verschiedensten, sagen wir mal, Selbstwahrnehmungsformen und vor allen Dingen die gesellschaftlichen Widersprüche unmittelbar aufeinanderprallten, ungeschminkt zutage traten und gerade darum aber auch zum Beispiel denen, die sozusagen davon profitierten, die auf der Siegerseite standen, auch die Verpflichtung auferlegte,
aus diesem Sieg was zu machen. Und von dort hin zu dieser, zum Umschlag, des Umschlags, gerade wenn das Versprechen, auch du kannst irgendwann auf die Siegerseite kommen, mit harter Arbeit und was auch immer alles ist, American Dream, mehr und mehr verfällt. Gleichzeitig diese Denkform aber beibehalten werden soll, dann ist eben die Paranoia, die Vorstellung, okay, es liegt an irgendwelchen Verschwörergruppen. Dass es nicht weiter nach vorne geht. Und diese Verschwörung muss ja, weil ich immer schon skeptisch gegenüber der Vorstellung von Gesellschaft überhaupt war, dort sitzen, wo Gesellschaft manifest verwaltet wird, nämlich eben in den Staatsorganen. Es haben Leute zum Beispiel tatsächlich in Texas geglaubt, als es da eine Übung der US-Armee gab, es sollte Texas besetzt werden und das sei alles. Und zwar nicht einzelne Leute, sondern wirklich aufgebrachte Bevölkerung. Es gibt tolle Videos, wie so US Army Colonels da hingehen und den Texanern wirklich ganz ruhig und langsam erklären, nein, wir wollen eure Dörfer hier nicht besetzen. Keine Sorge. Letzter Punkt, es gibt zu dieser Art von Individualismus, auch zu einer bestimmten Art von Egalitarismus gehörte in den USA immer schon eine Skepsis, nicht nur gegenüber Staat, nicht nur gegenüber organisierter Gesellschaftlichkeit, sondern auch gegenüber Intellektualität. Ich habe ein sehr berühmtes Buch über Anti-Intellectualism in US History. Und das hat einerseits natürlich diese Skepsis gegenüber dem freischwebenden Gedanken, der man will mal lieber pragmatisch, handfest an Sachen rangehen. Das hat ja durchaus, wenn man es hier sozusagen mit der hiesigen Kulturvergötzung vergleicht, auch immer ein kleines progressives Moment. In den USA hätte ein Heidegger nie irgendwie zum Aushängeschild einer faschistischen Bewegung werden können. Aber vom Anti-Intellektualismus zum Ressentiment gegen Geist überhaupt ist es natürlich auch wiederum nicht besonders weit. Zum Abschluss. Die dritte These. Dritte und letzte These. Unübersehbar ist sowohl in Trump selber, in seiner Wahl zum Präsidenten, als auch in dem Gebaren seiner Anhänger eine Krise der Maskulinität, der Männlichkeit. Offensichtlich fühlen sich diese Leute von Trump angefangen bis zu seinen Anhängern, die T-Shirts tragen mit Fuck that bitch und Hillary Clinton da drauf und so, bis zu den Leuten der Trollarmee, die am Computer sitzt und ständig so verrückte Verschwörungstheorien verbreitet, die dann vom Präsidenten oder Präsidentensohn geliked oder auch weiter getrieben werden. Ein unglaubliches Unwohlsein mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Körperlichkeit, die gerade dann umso mehr aggressiv überschrien werden muss. Das hat natürlich etwas zu tun, und der Link ist ja auch oft gemacht worden, diese ganze Vorstellung, der Trump-Wahlsieg hat natürlich damit zu tun, dass sich niemand um die weiße männliche Arbeiterklasse gekümmert hat in den Rust Belt-Städten. Und es gab über ein Jahr lang nichts, was so gerne in Reportagen vorkam, wie weiße männliche Arbeiter, die am Kneipe sitzen und immer noch sagen, ich finde Trump immer noch toll.
Und dann wurde immer gesagt, ja, wir müssen auch deren Sorgen und Nöte ernst nehmen. Die Wahrheit da drin ist natürlich tatsächlich, wenn Marx mal Arbeit bestimmt hat, als Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv, dann wird aus dieser Arbeit gerade die Muskelkraft das, worauf sich sozusagen männliches Selbstbewusstsein so stark bezogen hat, mehr und mehr rausgekürzt. Und mit dem Rest wissen die entsprechenden Körperbesitzer nicht mehr recht, was anzufangen. Gerade die, die dann eben die ihre Körperlichkeit dann ganz entfliehen, indem sie in eine Cyber-Bildschirmwelt eintauchen, wo sie dann über das Niedermetzeln von Wettermännchen und Kacks und sowas fantasieren. Gerade bei denen ist eben der Selbsthass, das Wissen, dass man selber dem eigenen aufgestellten Männlichkeitsideal nicht genügt, ganz überdeutlich sichtbar. Stattdessen erinnert diese Existenzform des MAGA Online Trolls, also MAGA Make America Great Again, des Loom, in seiner Weltlosigkeit ziemlich dem des eingangs beschriebenen Rentners, der auch andauernd nur, der auch wesentlich vor dem Bildschirm lebt und einen Strom kulturindustriellen Bewusstseins durch sich durchziehen sieht. Und wie eben eine bestimmte Art von sich subversiv revoltieren verstehende, im Sinne einer konformistischen Revolte, reaktionär natürlich, aber doch revoltierend, also wie eine bestimmte Form von reaktionärer Jugendbewegung, genau diese Cyber-Trolls, ziemlich ähnlich irgendwie den Leuten am anderen Ende des Altersspektrums wirken. Genauso ist es ja wiederum so, dass die prototypischen Senioren, für die Trump eben nur ein besonders gutes Beispiel ist, eins vor allen Dingen sein wollen, nämlich jugendlich. Es fühlen sich nicht alle auf wie ein fünfjähriges Kind, wie Trump es tut, aber zumindest ist an der Babyboomer-Generation, die sich jetzt aus alten Teilen zurückzieht oder eben nicht zurückzieht, doch schon bemerkenswert, wie irgendwelche komischen Rockerbands mit 60 und 70 noch in Lederklamotten und so durch die Gegend toben, als wären sie immer noch 20 oder 30 und damit aber auch den symbolischen Raum der Jugend okkupieren und auf Gedeih und Verderb nicht freimachen wollen. Stattdessen eben lieber nochmal eine Potenzpille mehr schmeißen, die dann immer in der Werbung dazwischen geschaltet wird. Und das, was tatsächlich lebendig erscheint, noch nicht erstarrt ist, mit Leib und Seele zu hassen. Wenn Faschismus früher eine Folge war davon, dass es zu viele junge Menschen gab, man überhaupt nicht wusste, wohin mit denen allen, und man sie also in die Armee steckte oder in die SA oder wo auch immer, haben wir eben eine Gesellschaftsform, wo es zum ersten Mal zu viele Alte gibt, wo man nicht weiß, wohin mit denen allen, was kann man mit denen anfangen, die leben so lange, die haben ganz viel Geld. Und wenn also der historische Faschismus nie ohne Jugendkult auskam, so öffnet das vielleicht den Ausblick auf etwas historisch Neues, nämlich Seniorenfaschismus. Eine Art Altersheimfaschismus, böse, gemein, aber hoffentlich zumindest doch halbwegs zahnlos. Einer, der sich vielleicht tatsächlich zufrieden gibt, seine eigenen Bilder von sich im Fernsehen zu sehen,
Hin und wieder mal zu zetern. Hin und wieder den Leuten, die um einen rum leben, das Leben zur Hölle zu machen. Aber ansonsten eben vor allen Dingen das eigene Spektakel zu genießen. Oder anders, eben eine Volksgemeinschaft der 40%, also jener Prozentzahl, die heute, egal wie und was auch immer, noch zu Trump hält, aufmachen und damit aber auch den anderen 60% zumindest eine Perspektive öffnen. Dieser Volksgemeinschaft eben nicht oder jedenfalls nicht dauerhaft unterworfen zu sein. Vielleicht ein letzter Satz, man sollte es präzisieren, das ist etwas, was man sich für die USA vorstellen kann, wo Lebensgefühl, wie schon Marx in den 19. Jahrhundert, Weltanschauung immer schon auf dem Marktplatz Marktplatz konsumierbar war, ob es nun um die Kirche geht oder sonst was. Warum nicht auch konsumierbare Volksgemeinschaft? In Europa aber gibt es die Tradition leider nicht. Und wenn, wie es unausweichlich sein wird, dieser Wahnsinn in 10 Jahren hier herüberschwappt, dann wird das halt doch wieder nur mit einem Führer enden. Genau. Und damit wär's das erstmal.